Hi zusammen, ich bin's wieder und ihr wisst ja, ich mache ab und zu mal diese vor einem Jahr Favoriten, wo ich auf die Favoriten von vor einem Jahr eingehe. Und ich dachte mir, dieses Mal mache ich es nach 4 Jahren. Also ich nehme das Favoritenvideo von vor 4 Jahren und gucke mir die Produkte an, die ich empfohlen habe und ob ich die immer noch benutze und immer noch mag oder irgendwie ersetzt habe mit irgendwas. Und habe ich mir mal angeguckt, mein Favoritenvideo vor 4 Jahren, und es ist ganz interessant, wie man sich innerhalb von 4 Jahren doch krass verändern kann. Und ich blende euch auch die Szenen aus dem alten Video immer wieder ein. Ist es Rekord? World Record. Ist das schon Rekord? Das Retsch steht hier. Retsch, okay, dann ist es richtig. Hallo Leute. Ja, Bruno, geh weg. Mein Freund macht da voll die Faxen. Geh weg. So. Und das passt eigentlich ganz gut, weil ich ja seit letzter Woche über 4 Jahre schon auf YouTube bin. Yay! Vielen Dank für die schöne gemeinsame Zeit, muss ich an dieser Stelle euch sagen. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt los mit meinen Favoriten von vor 4 Jahren. Und zwar ist meine Lieblingsgesichtspflege von Olaf Olas die Complete Creme für normale Haut, habe ich, glaube ich. Zur Olaf Olas Complete Creme muss ich sagen, dass ich die eigentlich immer gern gemocht habe. Aber mittlerweile habe ich ja viel probiert und es hat sich, die Creme habe ich ersetzt durch die weitaus günstigere Rivalde Loop Creme, die jetzt auch ziemlich aufgebraucht ist, wie ihr sehen könnt. Und im Moment benutze ich aber diese Maria Guerin Creme. Das ist so eine Creme, die habe ich mal auf einem Pressetag in Hamburg Geschenk gekriegt, und die benutze ich zurzeit. Die ist sehr, sehr, sehr reichhaltig und sehr stark pflegend. Die finde ich richtig toll, die benutze ich im Moment, und deswegen benutze ich diese Oil of Olas Creme gar nicht, weil ich mittlerweile in der Zeit schon viele andere Sachen ausprobiert habe, die ich dann sogar noch besser fand. So, kommen wir zur Körperpflege. Mein liebstes Duschgel ist immer noch von Fa. Dieses Hibiscus Cranberry Fresh and Oil Duschgel. Ja, das Hibiscus Cranberry Duschgel, das finde ich, das fand ich bis zum letzten Tropfen sozusagen total toll. Und das gab es dann aber irgendwann nicht mehr im Handel, leider. Und ich vermisse es immer noch. Ich muss mal demnächst mal gucken, ob es das zurzeit wieder gibt in der Drogerie, weil das würde ich mir definitiv nachkaufen. Das war wirklich ein ganz, ganz tolles, erfrischendes, herrlich duftendes Duschgel. Außerdem ein Top-Favorit von mir in Sachen Körperpflege ist von Victoria's Secret die Sweet Daydream Body Butter. Oh, die ist so himmlisch, sage ich euch. Also ja, die Victoria's Secret Body Butter Sweet Daydream, die habe ich damals von der Rebecca Flöter geschenkt gekriegt. Und ich habe mich so in diese Body Butter verliebt. Eigentlich ist es ja eine Body Sahne, weil es ja so mega fluffig sahnig ist, dass ich sie mir dann in meinem Philippinenurlaub nachgekauft habe bei Victoria's Secret. Und da ist sie. Dann in Sachen Haarpflege finde ich ganz toll von, ich weiß, John Frieda, die, wie heißt du, die tägliche Wunderkur zum Aufsprühen. Und ich finde das so praktisch. Ich liebe ja Sachen, die praktisch veranlagt sind. Ich muss sagen, mittlerweile benutze ich gar keine Produkte mehr von Freeze-Ease. Zum einen, weil die doch recht teuer sind, dafür, dass die Inhaltsstoffe doch so schlecht sind. Und demnach, ich weiß jetzt nicht, ob die Inhaltsstoffe sind jetzt bestimmt nicht besser, aber mittlerweile benutze ich gar kein Haarpflegespray mehr so regelmäßig. Was ich aber täglich, fast täglich benutze, immer beim Haareglätten, Föhnen und so weiter, ist von L'Oreal Elnett dieses Hitzeschutzspray. Und zwar das 3 Tage glatt, manchmal auch das, das für 3 Tage Volumen, aber lieber mag ich das 3 Tage glatt. Hitzeschutzspray, und das ist irgendwie Pflegespray und Hitzeschutz in einem. Deswegen benutze ich eher sowas als irgendwie was ähnliches wie dieses, wie diese Freeze-Ease Wunderkur. Die benutze ich gar nicht mehr. Auch, und zwar benutze ich seit Ewigkeiten von Manhattan diese Nagellack Shine & Care. Das ist halt so eine transparente, beige, schimmernde Farbe. Och, wie süß. Ich glaube, das war mein allererster Nagellack, und ja, zurzeit benutze ich generell gar keinen Nagellack. Ich habe zurzeit Acrylnägel, und diesen Manhattan-Nagellack, den hatte ich, glaube ich, auch schon eine lange Zeit gar nicht mehr in Gebrauch. Und dann von Rimmel, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, diesen 60-Sekunden-Nagellack. Das ist jetzt die Farbe 541 Highland. Die Farbe von diesem Rimmel-Nagellack finde ich nach wie vor total, total schön, aber
Ich habe so mit der Zeit gemerkt, dass der ziemlich stark abfärbt. Also wenn ich irgendwo drangekommen bin, dann gab es direkt irgendwie rote Streifen. Und der hielt nicht lange und deswegen fand ich die Farbe total schön. Aber von der Qualität habe ich immer mehr mitgekriegt, dass der nicht so gut ist. Und mit den Jahren, da hat man ja mehr Erfahrung in Sachen Qualität, was Kosmetik angeht. Und da musste ich einfach eingestehen, obwohl ich die Farbe liebe, dass ich mir diesen Nagellack nicht mehr nachkaufe aufgrund des geringen Haltes. Und ja, deswegen benutze ich diesen Nagellack, habe ich diesen Nagellack schon länger nicht mehr bei mir in der Nagellacksammlung. Lieblingsconcealer ist definitiv mein Bobbi Brown Concealer Kit. Kennt ihr ja schon, benutze ich eigentlich in jedem Video. Der Bobbi Brown Creamy Concealer, der in diesem Bobbi Brown Concealer Kit mit drin ist, und ich finde es voll lustig, wie ich Bobbi Brown ausspreche. Ja, den benutze ich immer noch nach wie vor, nach 4 Jahren immer noch mein Lieblingsconcealer und den kaufe ich mir immer wieder nach. Und ja, von all den Concealern, die ich die letzten 4 Jahre ausprobiert habe, und das waren ganz schön viele, da kommt kein einziger an die Deckkraft von dem hier dran. Und gerade für die Augen finde ich den optimal. Muss man immer gucken, ob der zu cremig für einen ist, für unters Auge oder so. Oder für fettige Haut ist der generell nicht geeignet, denke ich. Aber für mich persönlich ist es der perfekte Concealer. Lieblingslidschatten ist zurzeit natürlich von MAC, Satin Taupe. Die Farbe Satin Taupe von MAC finde ich nach wie vor total, total schön. Aber noch schöner finde ich von Catrice die Farbe My First Copperware Party. Ist ja auch irgendwo mehr oder weniger das günstige Duplikat zum MAC Satin Taupe Lidschatten. Was ich an dem hier aber lieber mag, ist, dass der bräunlicher ist und ja, der Braunton kommt auch bei meiner Hautfarbe besser raus und das ist bei dem Satin Taupe von MAC leider nicht so. Der ist bei mir eher gräulich und ich finde es ganz schön, dass der so einen braunen Unterton hat. Das finde ich persönlich irgendwie schöner. Lieblingsrouge ist zurzeit von Bobbi Brown die Farbe Raspberry. Dann, oh, was ich auch sehr oft trage, ist von Bobbi Brown dieses Pot Rouge. Kann man ja auch für die Lippen benutzen. Und zwar ist das diesmal die Farbe Powder Pink, das ist die Nummer 6. Yes, dem kann ich mich nur anschließen. Ich liebe Raspberry von Bobbi Brown immer noch als Pot Rouge. Toll aus und ich trage darunter, wie ihr wisst, wie die meisten wissen, diese MAC Luster Drops. Ich finde, die MAC Luster Drops sind immer noch total geile Produkte, aber mittlerweile benutze ich nicht mehr das rosane, sondern das goldene. Das ist die Farbe Sunrush und ja, finde ich total schön, so als Unterlage für Puder Rouge, so auf dem Wänkchen verteilt. Benutze ich immer noch sehr gerne, finde ich total top. Und dann habe ich diesen wundertollsten Rouge gefunden von BU. Ich muss noch dahinter kommen, wie man das gleichmäßig verteilt, aber ich denke, das ist eine Sache der Übung. Und ich muss dazu sagen, dass ich nie rausgefunden habe, wie man das Zeug vernünftig dosiert. Deswegen war es nur eine ganz kurze Zeit lang ein Favorit, weil einfach die Dosierung mit diesem Kissen ging gar nicht. Man hat es entweder zu viel, zu wenig, zu fleckig aufgetragen, ungleichmäßig und man hat sich zu lange damit aufgehalten. Also für mich war es auch zu groß, dieses Kissen zum Verteilen vom Rouge und demnach ja, habe ich es auch nie aufgebraucht. Ich habe es dann nach einer Zeit verschenkt, weil ich es einfach von der Anwendung her überhaupt nicht gut fand. Liebste Mascara ist nach wie vor von Max Factor, die Masterpiece Max Mascara. Yay, und dem kann ich nicht mehr hinzufügen. Es ist nach wie vor meine absolute Top Number One Mascara aller Zeiten. Also, einer meiner Lieblingslippenstifte ist von, natürlich, von Bobbi Brown. Dieser wunderschöne Nude Lipstick in Salmon. Auch dieses war ein Produkt, wo ich glaube ich beim Kauf total, total hypnotisiert war. Ich habe keine Ahnung, aber auch bei diesem Produkt hat sich mit der Zeit rausgestellt und mit der Erfahrung und mit den Vergleichswerten von anderen Produkten hat sich herausgestellt, dass es eigentlich ein ziemlich mieser Lippenstift war und der sich total in die Lippenfältchen abgesetzt hat, der so ein bisschen mehlig von der Konsistenz war, der eigentlich auch gar nicht so gut zu meinem Hautton passte, weil es echt so ein helles Lachsorange war und das sah ein bisschen clownsmäßig aus. Und dann, dazu mochte ich den Geruch auch gar nicht mehr. Und ich habe den Geruch immer, 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 immer mehr gehasst. Deswegen ist es auch
eigentlich ein Flop-Produkt mittlerweile. Noch ein Lieblingslippenstift von mir ist von Clinique. Dieser rot-braune Lippenstift in der Farbe Paprika. Ja, der Clinique Paprika-Lippenstift, den mochte ich bis zum letzten Auftrag und den habe ich sehr gerne aufgebraucht. Also den fand ich bis zum Ende top. Aber auch noch ein Lieblingslippenprodukt ist von Revlon. Dieser Lipgloss in der Farbe Nummer 04 Nude Lustre. Diesen Lipgloss habe ich sehr gerne, sehr lange benutzt und der befindet sich auch tatsächlich noch in meiner Sammlung. Hier ist er. Und ja, ist auch bis hierhin leer, man sieht es nicht wirklich. Aber ich hatte den jetzt in letzter Zeit nicht benutzt und ich weiß auch nicht, ob man nach 4 Jahren einen Lipgloss immer noch benutzen sollte. Deswegen sollte ich den vielleicht mal aussortieren. Aber es ist nach wie vor eigentlich eine wunderschöne Farbe und ich würde mir den auf jeden Fall nachkaufen, wenn ich denn regelmäßig Lipgloss benutzen würde, was ich aber nicht tue. Was jetzt noch fehlt, sind natürlich meine Lieblingspinsel zurzeit. Foundation-Pinsel von Esprit, kleinen Concealer-Pinsel. Das ist so ein abgerundeter Lidfaltenpinsel. So, last but not least, noch ein Lieblingspinsel von mir ist dieser süße kleine Lippenstiftpinsel von Evelyn, der gerade. Und ihr wisst, ich bin ein Pinsel-Junkie und demnach habe ich in den letzten 4 Jahren so viele Pinsel gesammelt, kann man ja sagen. Und ja, Pinsel probiere ich immer wieder gerne neue aus und deswegen ist von den gezeigten Pinseln von gerade kein einziger mehr als ein Favorit von mir übrig, außer dieser Evelyn Lippenstiftpinsel, dieser rausfahrbare. Der hat sich nach 4 Jahren immer noch als Favorit gehalten und demnach, ja, ist der von den ganzen Pinseln, die ich gerade gezeigt habe, der empfehlenswerte. So, das waren meine Favoriten von vor 4 Jahren und es ist schon interessant, wie sich der Geschmack nach 4 Jahren ändert, was aber auch logisch ist. Aber ihr wisst, manche Sachen von vor 4 Jahren sind immer noch meine Favoriten und manche Sachen haben sich dann doch nicht geändert, was ja auch ganz gut ist. Und ansonsten, ja, wenn ihr das Video denn in kompletter Länge sehen möchtet, dann könnt ihr euch das hier angucken. Dort verlinke ich euch den ersten Teil. Da ist auch ein kleiner Haul vorher mit bei. Und ansonsten kommt ihr hier zu meinem letzten Video. Was war das denn? Was war das denn? Ich glaube, ein kleines Haul-Video. Da war ich in Holland, ein Holland-Haul-Video. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und ja, es war für mich auf jeden Fall sehr interessant, nach 4 Jahren mal diesen Überblick über meine Favoriten nochmal zu haben. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr bei meinem nächsten Video wieder mit reinklickt und lasst mir bitte Kommentare da, damit wir auch schön schreiben können unter dem Video. Ihr wisst ja, ich kommentiere sehr gerne eure Kommentare. Und demnach bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao!